Moin Moin, ich begrüße euch zu diesem Video. Heute habe ich wieder vor, auf Fahrradtour zu gehen. Und zwar von der Ruine Schaumburg, im kleinen Städtchen Schalkau, wo ich übrigens auch wohne, bis hin nach Eisenach zur Wartburg. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Dann will ich jetzt mal starten mit meiner Fahrradtour. Hier ist mein Fahrrad. Wahrscheinlich habe ich viel zu viel eingepackt, aber dafür mache ich ja die Fahrradtouren. Zum einen, weil ich mal wieder Bock drauf habe und zum anderen, um herauszufinden, was kann ich in Zukunft zu Hause lassen und was ist unverzichtbar auf so einer Tour. Mal gucken, das werden wir jetzt heute und morgen herausfinden. Viel Spaß! Sieht es vielleicht nicht, aber man hört es mir an. Hier geht's ein wenig bergauf. Und es wird nicht der letzte Berg gewesen sein. Aber das Schöne ist, das, was ich mich hochkämpfe, darf ich auf der anderen Seite wieder runterfahren. Aber erstmal hochkommen. Erster Aufstieg des Tages geschafft. Jetzt geht es erstmal wieder bergab. Schön entspannt. Auf dieser Strecke wird man ganz schön durchgeschüttelt, auf dieser Straße. Aber ich muss zugeben, ich fahre lieber hier lang, als direkt an der Hauptstraße, wo die ganzen Autos fahren. Also, da ist mir diese Strecke jedoch schon durchaus lieber. Oder was sagt ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare, welche Strecken ihr lieber fahrt. Direkt an der Hauptstraße, wo die ganzen Autos und LKW fahren? Oder lieber hier solche Schotterpisten? Ich bin mal auf eure Reaktion gespannt. Oh, ich muss jetzt mal kurz anhalten, weil ich was sehr Interessantes auf meiner Tour gefunden habe. Oder beziehungsweise weil ich an einem sehr interessanten Punkt vorbeigefahren bin. Und zwar hier hinter mir ein etwas größerer Lost Place, den würde ich mir gerne mal genauer angucken wollen.
Weg ist schon total zugewuchert. Also ich bezweifle, dass man hier noch viel sieht. Aber man kann ja mal gucken. Dazu sorgen. Ich bin eindeutig nicht für eine Lost Place Tour ausgerüstet heute. Aber ich denke mal, hier sieht man eh nicht mehr viel. Da kommt so die Decke ein bisschen runter. Hier scheint sowas wie eine Küche gewesen zu sein. Mit einer Durchreiche. Keine Ahnung, was es hier ist. Ich habe jetzt auch nichts weiter dabei, um mich hier mal genauer umzusauen. Und ja, alleine mache ich sowas sowieso ungern. Aber vielleicht komme ich ja irgendwann mal wieder. Endlich mal wieder. Gerade Strecke, schön Fahrradweg. Einmal frei. Ja, ich bin noch dabei, mich hier einen Berg hoch zu kämpfen. Da vorne ist mir schon mal als Eingang Suhl. Ich habe trotzdem noch gute 80 Kilometer vor mir. Ja, mal gucken, wie weit wir heute kommen. Eigentlich wollte ich ein bisschen später Pause machen, aber mein Körper hat mir auf unangenehme Weise mitgeteilt, dass ich doch mal eine Pause machen sollte. Hat so im Bereich der Knie zu krampfen angefangen. So, jetzt habe ich mich hier auf so einer kleinen Grünfläche mitten in Suhl niedergelassen. Werde mich mal kurz stärken. Dann hoffe ich, dass ich weiterkomme. So, dann versuche ich jetzt mal weiter gegen Eisenach zu radeln, gucken, wie weit ich heute noch komme und ob meine Beine noch mitmachen. Sonst muss ich jemanden anrufen, der mich abholt. Das will ich aber nicht. Ich wollte es doch durchziehen. Ja, schauen wir mal. Ich mache jetzt erstmal weiter. Raus aus Suhl und dann gucken wir mal, wo wir die Nacht verbringen. Und morgen will ich dann mein Ziel erreichen. Ich bin jetzt kurz vom Bahnhof in Oberhof.
Und ich mache jetzt erstmal wieder 10 Minuten Rast. Also ich muss zugeben, die ganzen Steigungen heute, die habe ich echt unterschätzt. Also anstrengender, als ich es erwartet hätte. Ja, wie schon gedacht. Ich mache jetzt erstmal 10 Minuten Pause. Dann versuche ich aus Oberhof rauszukommen und nach Oberhof werde ich mir einen Platz suchen, wo ich dann die Nacht verbringe. Mal gucken, hoffentlich dauert die Suche nicht allzu lang. Und morgen geht's dann weiter. Sichtlich erschöpft von der langen Reise. Ich habe heute locker 50 Kilometer gemacht. Habe ich nun meinen Platz gefunden, wo ich auf jeden Fall die Nacht verbringen werde. Und zwar hier in dieser Schutzhütte werde ich nachher Isomatte, Schlafsack aufbauen. Dann werde ich hier an der Bank noch schön zu Abend essen. Ja, und dann werde ich, denke ich mal, relativ zeitnah schlafen gehen. Jo, mein Fahrrad und meine Taschen, die sind schon in dieser Schutzhütte drin. Jo, jetzt zeige ich sie euch mal. Es handelt sich hier um die Schutzhütte Axel. 883 Meter über Null, normal Null. Hier steht mein Fahrrad. Ich muss die Kopflampe benutzen, weil hier drin ist schon ganz schön dunkel. Mein Rucksack. Und hier, in dieser Ecke, werde ich nachher mein Schlafsetup aufbauen. Isomatte, Schlafsack, fertig. Aber vorher mache ich mir Abendessen. So, ich grüße euch zu Svennys Kochstudio. Und zwar gibt es heute, weiß ich selber noch nicht, nein, doch, es gibt heute, das nicht, es gibt heute Pasta Bolognese mit Rindfleisch. So, was man dafür braucht, ist, ja, genau, die Treffelangs-Packung, die ich mitgenommen habe, ein bisschen Wasser, ein Gaskocher und, ja, und das Gas. So, als erstes schüttelt man erstmal ein bisschen Wasser in den Gaskocher, in den Topf. So, dann drehe man das Gas auf. So, und nun bringt man das Wasser zum Kochen. So, solange das Wasser kocht. Ja, hier schon mal den Beutel auf. So. Das wird bestimmt ein Festmahl. So, das Wasser ist nun am Kochen. Da können wir den Kocher wieder ausmachen. So, das kochende Wasser schütten wir jetzt in diesen Beutel. Zack. Dann rühren wir das Ganze um. So, jetzt machen wir das zu, ein bisschen, zack, jetzt heißt es 10 Minuten warten und dann kann gegessen werden. Mein Essen ist fertig, das heißt es nur noch genießen und hoffen, dass es schmeckt.
Ja, wenn es so gut riecht, wie es schmeckt, wenn es so gut schmeckt, wie es riecht, ja, dann dürfte es doch ganz gut sein. In diesem Sinne, guten Appetit. So, Freunde, mein Bett für diese Nacht ist hergerichtet worden. Hier liegt's. Ich glaube, jetzt kann man es großartig nicht mehr erkennen. Hier liegt ein anderes Zeug. Mein Fahrrad. Und hier ist auch noch ein bisschen Zeug. Powerbanks zum Akkus laden. Naja, also ich werde es morgen noch mal zeigen bei Tageslicht. Da sieht man auf jeden Fall mehr. In diesem Sinne, sollte die Nacht nichts weiter passieren, wünsche ich eine gute Nacht und wir sehen uns dann morgen. Moin, moin. Es ist kurz nach 8. Ich bin gerade aufgestanden. Oh ja, hier auf dem Tisch wird schon mal mein Kaffee vorbereitet. Oder besser gesagt, das Wasser zum Kochen gebracht, um nachher noch einen Kaffee zu trinken. Oh. Hier, man sieht es immer noch nicht so genau. Hier habe ich gepennt. Ja. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt noch erstmal schön Kaffee und Frühstück. Und dann müsste ich heute mein Ziel erreichen, was noch gut 50 bis 60 Kilometer entfernt ist. Ich muss jetzt hier mal anhalten, weil ich diesen Turm sehr interessant finde. Ich habe keinerlei Ahnung, was dieser Turm darstellen soll, warum der hier ist und was der für einen Zweck verfolgt. Vielleicht hat jemand von euch eine Ahnung. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Mich würde es mal interessieren, wozu man so ein Metallkonstrukt mitten in den Wald zimmert. Hier ist keinerlei Stromverbindung, also ist schon mal kein Strommast. Und ja, ein Sendemast kann es schon auch nicht sein. Also, ich bin auf eure Antworten gespannt. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das ist. Oh, das sagte ich eigentlich auch mal kurz, dass hier was dran steht. Also, wozu dieser Turm ist. Aber ist nur ein sehr weiser Spruch. Oh. Nachdem ich gefühlt eine halbe Stunde das Fahrrad nur schieben konnte und die Wege alles andere als für Fahrräder geeignet waren, bin ich froh, endlich wieder auf einer normalen Strecke zu sein, wo ich auch mal wieder Kilometer machen kann.
die letzten paar Meter zum Ziel. Und dann habe ich es geschafft. Das ist die letzte Kurve, die ich jetzt noch vor mir habe. Eine letzte Kurve, die ich jetzt noch vor mir habe. So ist richtig. Ja, dann habe ich es geschafft. Und ja, ich bin nicht mehr kräftig genug, um zu trampeln. Deswegen schiebe ich hier hoch. Ich habe es geschafft, 120 Kilometer mit dem Fahrrad von mir zu Hause, Schalkau, Schaumburg, bis hoch zur Wartburg. So, jetzt gönne ich mir ein Siegerbierchen, dann geht es mit dem Zug wieder nach Hause. Das war sie, meine Fahrradtour. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.